Ja. Beruhigen Sie sich bitte. Wie schön, dass es für fast alle Ängste einfache Lösungen gibt. Ja, auch hier in unserer kleinen Modellstadt, die wir für Sie aufgebaut haben. Ja, hier sagen viele, wie überall in Deutschland, ohne Flüchtlinge wäre die Welt noch in Ordnung. Ja, das muss man verstehen, weil Flüchtlinge sind ja ein Spitzensündenbock. Ja. Dabei ist unsere Art zu leben doch das Problem. Was ein Quatsch, Christoph. Unsere Art zu leben ist wahnsinnig erfolgreich. What? Hier zum Beispiel. Max und Erika Mustermann sind eine typische Mittelstandsfamilie. Mit schönem Eigenheim, zwei schicken Autos. Am Wochenende gehen sie ins Schwimmbad. Ja? Und sonntags gibt's Brötchen vom Bäcker. Lecker. Ja? Und in diesem Idyll leben die Mustermanns mit ihren beiden Kindern. Ja, pass mal auf, dem Kind fehlt ja ein Stück. Ja, das ist Statistik. Weil im Durchschnitt haben die Deutschen nur noch 1,4 Kinder. Das sehr lustig, nur 1,4 Kinder und das Haus ist auch noch nicht abbezahlt. Wo willst du das wissen? Hier, Peter Zwegert treibt sich doch schon im Garten rum. Ach so. Ja. Aber, nein. Das kriegen die gestemmt. Die bekommen schließlich den deutschen Durchschnittsverdienst knapp 3.000 Euro brutto. Weil der Max, der arbeitet bei einem erfolgreichen Autoteile-Zulieferer. Ah, das ist das Schwein, das die Software für Audi programmiert hat. Die Mustermanns sind die Mittelschicht, die Säule unseres Wohlstands. Ah, solange man nicht hinter die Kulissen schaut. Frau Mustermann hat schon 2012 ihren Job verloren, als Schlecker in die Insolvenz gegangen ist. Tja, das heißt nur noch ein Auto. Aber zum Glück hat ihr Mann ja noch seinen gut bezahlten Job. Stimmt, den Job hat er noch, wurde aber 2013 gekündigt. Moment, ich denke, der hat den Job noch. Nein, er hat ihn nicht mehr. Er wurde von einer Zeitarbeitsfirma übernommen. Ja, und kriegt jetzt nur noch ein Drittel des Lohns und ohne Tarifvertrag auch noch. Ja, ach so, also der Max ist Leiharbeiter. Ja, ja, davon gibt es ja inzwischen über 1 Million. Das ist unsere Art zu arbeiten. Was machst du da jetzt? Wird da jetzt der Schlecker geplündert oder was? Nee, beim Schlecker ist die Tafel eingezogen. Ja, da werden Lebensmittel an Bedürftige verteilt. Ja? Okay. Ja. Oh. Das ist das Geschäft, was am besten läuft in dem genau, Ort momentan, oder inzwischen. Was? Das der Bäcker kommt. Ja. Der Bäcker bringt also frische Brötchen zur Tafel. Das ist aber nett. Nein, der steht selber an. Weil sich kaum einer noch seine selbstgemachten Brötchen leisten konnte, ja, ist er insolvenz gegangen. Ja, und da ist jetzt ein Backshop eingezogen. Beim Bäcker hat er Hartz IV und isst die alten Brötchen, die der Backshop an die Tafel liefert. Das ist unsere Art, mit Schwachen umzugehen. Ja, früher hatte man Anspruch auf zeitlich unbegrenzte Arbeitslosenhilfe. Heute geht es nach einem Jahr in Hartz IV. Und deswegen wird den Mustermanns ständig erzählt, Bildung ist der Schlüssel zu allem. Ja, und wer sieht, wie marode inzwischen die meisten Schulen sind, der weiß, wie ernst dieser Satz wirklich genommen wird. Es fehlen Investitionen von 34 Milliarden im Jahr. Ja, aber man muss das auch ein bisschen positiv sehen. Ja, die Kinder der Mustermanns müssen es morgens nicht mehr duschen, wenn es regnet, weil das Schuldach undicht ist. Ja? Da könnten jetzt viele sagen, ja, soll sie doch der Vater zur nächsten vernünftigen Schule fahren. Da haben die Leute natürlich nicht Unrecht. Geht aber nicht, weil das Auto der Mustermanns hat einen Achsschaden. Wegen der maroden Straße. Investitionsbedarf im Verkehr, weitere 35 Milliarden. Werden jetzt viele sagen, gut, die Mustermanns könnten doch auch mit der Bahn fahren. Lieber Christoph, guter Punkt. Könnten sie, wenn sie es könnten. Seit der Privatisierung der Deutschen Bahn sind nämlich die Fahrpreise um 75% gestiegen. Ja, und die Privatisierung hat hier für die Mustermanns nur ein Resultat. Die Haltestelle wurde stillgelegt. Ja, gut, Fahrradfahren ist eh gesünder. Ja, und gesund, das ist ein wichtiges Stichwort. Ja? Weil die meisten Krankenhäuser in Deutschland seit 1998, nämlich 300, wurden inzwischen geschlossen. Ja, und das versteht man nicht, weil dabei schwimmen wir doch im Geld. Ja. Die Steuereinnahmen spulen, haben Sie alle gehört? Oder es ist doch Geld da, da müssten doch die Mustermanns endlich mal profitieren. Im Gegenteil, auch das Schwimmbad wurde geschlossen, so wie 73 andere in den letzten Jahren. Ja, und nur noch jedes zweite Kind, das die Grundschule verlässt, kann richtig schwimmen. Ja, der Schäuble schwimmt im Geld und die Kinder ersaufen im Gartenteich. Klar, dass das die Mustermanns frustriert. Ja, wenn ihnen jahrelang erzählt wurde, es ist kein Geld da. Und jetzt fließen plötzlich Millionen für Flüchtlinge. Da werden die wütend. Ja. Am Ende braucht es keine Kurskorrektur in der Flüchtlingspolitik, sondern in der Sozialpolitik. Ja, aber Herr Mustermann, der hat ja eine Lösung für all seine Probleme gefunden. Ja, selbst ist der Mann. Ja, er hat nämlich gestern Nacht ein Flüchtlingsheim angezündet. Und somit sind ja alle Probleme gelöst.